Hi, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da seid. Elden Ring Shadow of the Erdtree geht weiter. In der letzten Folge habe ich Dinge gefunden und einen Miniboss besiegt und hier so einen anderen Boss gesehen, der mich ein bisschen gut erwischt hat, sage ich mal. Vor allem auch kalt erwischt hat. Und jetzt bin ich mir nicht 100% sicher, wo es weitergeht. Es hieß anfangs irgendwie, ich soll nach Osten gehen. Aber im Osten habe ich nur den Kumpel hier in der Kathedrale gefunden. Wie ich hier hinkomme, weiß ich nicht. Ja, ich bin mir da nicht so ganz sicher, wo es weitergeht. Deswegen erforsche ich hier mal jetzt noch ein bisschen die Gegend. Da bin ich nämlich noch nicht hin, glaube ich. Oder zu der Kapelle wollte ich schon lange jetzt. Schon das dritte Mal oder so, dass ich am Anfang der Folge sage, ich gucke mir das da oben an. Jetzt gehen wir hin. Los geht's. Und ich musste die Grafik runterschrauben. Das musste ich beim anderen, beim Hauptspiel nicht, Niki. Da konnte ich gleichzeitig streamen und aufnehmen mit mittlerer Grafik. Hier musste ich jetzt auf niedrige Grafikeinstellungen gehen. Was ein bisschen schade ist, aber... So, was gibt's hier? Hallo? Kirche des Kreuzzuges. Ey! Was redest du? Feuriger Quilegen. Schnauze. Kreuzzug-Insignie. Der hat mich nicht einmal getroffen, der Boy. Was auch immer er von mir wollte. Er hat zuerst angegriffen. Nur, dass das klar ist. Robustheit. Was ist nochmal Robustheit? Robustheit definiert die Resistenz gegenüber Blutungen und Frost. Aha. Zerschmetterter Ankerstein verstärkt die Wirkung von Tritt- und Stampftalenten. Aha. Ein Talisman mit Flammen, vor denen ein Speer aufragt. Er erinnert an die Leben, die in Mesmers heiligem Kreuzzug gelassen wurden. Erhöht die Angriffskraft nach dem Sieg über einen Gegner. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ich bin ganz zufrieden, so wie es bei mir gerade läuft. Was es mit diesen Feuern hier auf sich hat, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Welches Level? Ich bin Level 158. Ich habe ganz normal das Hauptspiel durchgespielt und bin dann in den DLC und hatte Level 150. Einmal Hauptspiel ganz normal durchgespielt. Also und halt alle Bosse versucht zu killen. Was habe ich mir da eigentlich markiert? Ah, da unten ist die Karte. Die Karte von dem Gebiet. Komme ich da irgendwie runter? Weiß ich noch nicht. Also ich bin mir jetzt gerade wirklich nicht sicher. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Spring einfach. Ob du lebst, ist was anderes, ja. Das stimmt wohl.
glaube, ich gehe mal von vorne in die Burg rein. Ich glaube, ich gehe mal von vorne in die Burg rein. Schauen wir mal, welche Überraschungen mich dort erwarten. Da steht schon wieder so ein großer Feuerkelch, ne? Aua! Das finde ich jetzt aber ein bisschen mies, dass du mich nicht da durchlaufen lässt. Holy shit! Oh, der hat einen großen Bogen. Und das ist ein großes Tor. Zu einer dunklen Burg. Hallöchen! Ja. Schattenbergfried. Ich habe gehört, Mikela hat keinen Bock auf Krieg und will den Krieg beenden. Aber das wollen andere Leute nicht so gern. Guck mal hier, Stufe 7 schon, Skadubaum, Stufe 7. Hallo? Oh, goldenes Nilpferd. Hi, grüß dich. Ah, nee, was? Oh, ärgerlich. Ich hab nichts gesehen. Du bist ein Stachelschweinpferd und kein Nilpferd. Außerdem, woher kennt ihr überhaupt den Nil? Hallo, warum darf ich nicht? Das ist gemein. Nein! Nein! Scheiße! Ah! Wenn nur einmal der kritische Angriff geklappt hätte, warum durfte ich das Nilpferd nicht kritisch angreifen, da wo es golden geglitzert hat? Das fand ich jetzt mies.
Das war ein bisschen assi. Ey, warte kurz. Ja. Ja, hey, also, Thorsten. Gib mir, lass mich, ja, nein. Ich hatte den auch fast First Try. Das war jetzt nur, weil ich habe nur nicht First Try, weil irgendwie das Spiel meinte, nö. Nö, der Tassilo, kritischer Angriff, wenn er in, nee. Mm-mm, der Tassilo nicht. Der nicht. Den mögen wir nicht. Der darf das nicht. Sonst wäre es bestimmt auch First Try gewesen. Jetzt lass mich den... Du blödes Nilpferd. So. Du... Echt, Thorsten? Wirklich? Okay, das freut mich. Und danke für den Lob. Alter! Mieses! Mist, jetzt hat er mich schon wieder gesnackt. Ja, ich weiß nicht, ob ich den jetzt... Ah, hoa! Ich muss viel zu viel saufen gerade. So, funktioniert's jetzt? Ich darf nicht den... Ich darf... Wieso? Das ist gemein! Liegt das an der Waffe oder an was liegt das? Voll mies. Du spielst den DLC auf New Game Plus 5 oder so. Pff, okay, alles klar. Alter. Und seit einem Dreivierteljahr nicht mehr gespielt. Also, da brauchen wir gar nicht drüber reden, dass du wahrscheinlich krasser bist als ich. So, darf ich jetzt? Ja, mit dem Schwert geht's. Dann lag's vielleicht an der Waffe. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viel Leben ich noch habe. Immer die Nummer mit dem ersten Versuch, wenn der so gut ist, dann klappt's danach nicht mehr, weil dann nimmt man den Gegner auf eine zu leichte Schulter. Immer das Gleiche. Aber die 130.000 Runen will ich halt wirklich nicht verlieren hier. Deswegen renne ich auch jedes Mal erstmal dahin. Ach fuck, ich spring auch noch in seinen Mund rein, ne? Das war dumm. Das war saudumm.
Ah, Mist. Ey, wow. Mist, oh, schon wieder zu viel gewollt. Ah. Wie oft du mit so einem HP überlebst. Ey, die Gegner haben auch schon oft genug mit einem HP überlebt. Man muss sich nur mal den Kampf gegen die Mond-Tussi angucken, ey. Oh, die hatte gar nichts mehr. Komm her, Pferdchen. Ich habe aber auch die Timings gerade nicht drauf, ne, gegen das Pferd. Autsch. Nein. Ach. Ja, der erste Try war echt super geil, ey. Und dann jetzt verkacke ich so hart gegen den. Nein, oh, ich spring schon wieder in sein. Verdammt, da muss man ein bisschen später machen. Okay, keine Ahnung, wie das Nilpferd mich an der Stelle jetzt greifen konnte, aber hey. Kamera hat's unmöglich gemacht, mir zu erkennen, was jetzt passiert. Das gibt's doch nicht. Das ist der erste Versuch. Beim ersten Versuch hätte ich noch einen Hit gebraucht. Scheiße. Ah, ist das ärgerlich. Und jetzt packe ich es nicht mehr. Welche Optionen? Was habe ich denn sonst noch so an Waffen? Die Keule noch mit Blutung. Ich könnte mal gucken, wie das gute Tierchen auf Blutung reagiert. Ich finde den Griff, den Biss super schwer einzuschätzen. Okay. Ich habe es noch nicht einmal gehauen. Geht's mit der Waffe? Nee, mit der geht's nicht. Ey. Nee, ich hab das Timing nicht mehr raus. Das nervt mich jetzt gerade. Ich nerv mich gerade so hart selber bei diesem Kampf, dass ich es nicht auf die Kette krieg.
in dem richtigen Moment die scheiß B-Taste zu drücken, Mann. Das gibt's doch nicht. Hallo? Bin ich gerade dumm? Es kann doch nicht wahr sein, dass ich es gerade nicht auf die Kette kriege, im richtigen Moment die richtige Taste zu drücken. Und im ersten Versuch alles easy. Verdammt! Aber die Keule, alle Gegner sind nicht so, die kriegen viel, viel weniger Schaden durch Blutung. Aber alle. Ne? Oder? Bilde ich mir das nur ein? Die Gegner sind viel blutungsresistenter. Oh Mann! Sag mal, lass mich halt mal kurz einen Moment saufen jetzt. Warum triffst du mich hier? Was trifft mich hier? Das gibt's doch nicht. Ich komm nicht klar. Das Niepferd ist gelenkig. Sag mal, Schnauze jetzt! Ey! Kann nicht wahr sein. Das ist ein super easy Boss. Gibt's doch nicht. Hallo, ich drück sogar die Taste, Mann! Wo trifft es mich denn? Das gibt es nicht. Also gerade eben war der eine Treffer war absolut ungerechtfertigt, weil es beißt nach links oder rechts und ich stehe auf der anderen Seite des Nilpferds, in das es nicht beißt, in die andere Richtung. Und es trifft mich trotzdem. Kritisch, kritisch.
drück auch. Also jetzt regt es mich. Jetzt regt es mich dann echt auf. Warum? Blödes Scheißteil, ey. Blödes Biest, ey. Kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt an diesem dämlichen Nilpferd scheitere, das ich fast im ersten Versuch gekillt hätte. Geh wieder zurück auf die Waffe, mit der ich am Anfang rein bin. Ich hab sogar gerade gedrückt, ne? Ich hab wirklich gedrückt, die B-Taste zum Rollen. Alter! Nee, nee. Blödes, dummes, scheiß Mistviech. Ey. Es kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt an diesem einfachen Scheißvieh verreck. Ein ums andere Mal. Wieso kriege ich die Timings gerade nicht hin? Ich fall vom Glauben ab. Das gibt's doch nicht. Was soll denn die Scheiße jetzt? Ich, entweder drücke ich zu früh, zu spät. Hallo, ich drücke doch diese Scheißtaste, Mann! Was soll denn das? Ich komme gerade wirklich nicht drauf klar. Das gibt's doch nicht. Das Spiel will mich doch verarschen. Ja gut, jetzt sind die Runen auch weg. Ich krieg hier Schaden, wo das Nilpferd nicht hinschlägt. Ist keine Ahnung. Ja, jetzt scheiß auf die dreckigen Kackrunen, ey. Das ist doch zum Kotzen, ey. Ich drück doch, Mann! Ich bin doch diesem Biss schon tausendmal ausgewichen.
Ey, das gibt's nicht. Wann habe ich denn... Ich habe doch gesoffen. Wann habe ich denn so viel Leben verloren? Okay, ich muss irgendeinen Treffer nicht registriert haben, den das Nilpferd gesetzt hat. Kein Trefferfeedback bekommen. Jetzt hat es funktioniert. Die letzten Male, als ich so ausgewichen bin, hat es mich trotzdem gefressen. Ich drück halt! Ah, ich drück doch diese dämliche Taste. Kurz bevor es aufschlägt am Boden, drücke ich die Taste. Ist das nervig. Ich hasse sowas. Jetzt war wieder so, okay, die letzten Male hätte ich 100 Pro dadurch Schaden bekommen. Diesmal habe ich keinen Schaden dadurch gekriegt, weil ich an der Wand hing. Alter, man sieht nichts, man erkennt nichts, man kann nichts machen. Oh. An so einem beschissenen, dreckigen Nilpferd. Und ich frage mich immer noch, woher kennen die Leute in dieser Welt ein Nilpferd? Wo ist hier der Nil? Wo ist hier der Nil? Alter. Dummes Mistvieh. Blödes, verschissenes, dreckiges Mistvieh. Wie, wohin? Du schlägst in die andere Richtung und ich krieg Schaden.
Warum? Das gibt's nicht. Probier noch mal andere Waffe jetzt. Okay, was ist das? Was ist das? Wie, warum? Warum erwischst du mich, wenn ich außerhalb deiner Reichweite bin? Das ist doch scheiße. Keine Ausdauer gehabt, leider. Da habe ich nicht auf meine Ausdaueranzeige geachtet. Ich habe mit dem wenigen Leben, habe ich gedacht, komme ich klar, wenn ich ausweich. Mist. Okay, immer mit der Ruhe. Da bin ich jetzt auch durch seinen Mund gerollt. Vorhin hat das nicht geklappt. Diesmal hat's geklappt.
Ich habe nichts gesehen. Nee, komm, ey. Ah. Wegen so einem verschissenen Kamerading wieder. Bin ich nicht im ersten Versuch? Nee, im ersten Versuch bin ich nicht deswegen gestorben. Nee, was? Och man, ey. Da ist wohl jemand ein bisschen böse. Na bitte, geht doch. Meine Güte, was für eine schwere Geburt, ey. Dankeschön. Unnötig viel aufgeregt gerade schon wieder. GG, danke, danke, Leute. Oh. Über mich selber und über diese ganze Nummer hier einfach unnötig aufgeregt. Ach. Und da sind wir schon Skadubaum Stufe 8. Und noch ein Level up. Let's go. Aber ich habe mich auch ein bisschen zusammengerissen. Muss man ehrlich sagen, ich habe mir selber gesagt, das kann so nicht weitergehen. Ich muss jetzt performen und dann ging's. Natürlich nicht von dieser Seite zu öffnen. Was auch sonst. Ich bin gespannt, was mich hier in dieser City erwartet. Nein, so etwas ist völlig unvorstellbar. Man hat uns nicht zurückgelassen. Mesma ist Königin Marikas Sohn. Ihre Gnaden würde niemals ihr eigen Fleisch und Blut verlassen. Okay. Der Mesma ist der Sohn von Marika. Ein weiterer Sohn von Marika, der im Hauptspiel noch nicht bekannt war. Hi. Ja klar, natürlich. Sitzt einer von euch Kumpels hinter der Ecke und wartet auf mich. Ist das?
Linkshanddolch. Alright. Ist das hier etwa der Baum? Der Baum? Schenkungstalisman des Herren. Ist das... eventuell der Baum? Verbessert das Gleichgewicht nach Verwendung einer Tränenflasche. Ah, weiß ich nicht, ob das... Weiß nicht, ob das cool ist. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber deswegen musst du mir jetzt auch nicht aufs Maul hauen wollen. Niki, es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Goldener Schwur. Ich wünsche dir einen schönen Abend und viel Erfolg bei Elden Ring, wenn du weitermachst. Verbraucht FP, um Angriff und Verteidigung zu erhöhen. Ach, guck mal an, den gibt's auch noch. Gut zu wissen. Alles Dinge, die man irgendwann mal benutzen könnte. Oder man schmeißt sie ins Inventar und vergisst sie. Oder man schmeißt sie einfach ins Inventar und vergisst die ganze Nummer wieder. Wo bin ich hier? Wo geht's lang? Was mache ich hier? Weiß ich immer noch nicht. Hallo? Guten Tag, die Herren. Du hast aber gerade schon mitbekommen, dass ich deinen Kumpel gnadenlos abgeschlachtet habe. Ey! Okay, vielleicht wurde ich hier jetzt an der Stelle gnadenlos abgeschlachtet. Ich habe aber auch gerade rumexperimentiert. Um ehrlich zu sein, wollte ich gerade anders kämpfen, als ich es bisher gemacht habe. Moment. Habe ich die Tür aufgemacht? Nein. Ja, lasst mich bitte einfach vorbei. Ich will nichts von euch. Ich gehe dorthin, wo ich gerade gestorben bin. Ah, den sollte ich vielleicht... Hey! Wo zum Teufel kommt ihr her? Okay, da hatte ich jetzt gerade ganz kurz ein bisschen Schiss. Bin ich ehrlich. Ein kleines bisschen Schiss hatte ich an der Stelle. Da ging mir das Arschwasser. Oh, voll im Kopf, ne?
voll in den Kopf. Da steckt der Pfeil immer noch in meiner Rübe. Ah, ich bin jetzt oberhalb von denen, okay. Ja klar, ich bin ja auch gerade in die Leiter hochgeklettert, ne? Ah. Okay. Ist theoretisch eine Abkürzung oder so wahrscheinlich. Wo bin ich und wo kann ich das Tor unten aufmachen? Hätte ich das da vielleicht irgendwo machen können? Vielleicht. Ey. Mit euch habe ich aber echt ein Problem, ne? Ihr seid miese Mistviecher. Wart ihr schon im Hauptteil? Im Hauptspiel? Einfach nicht zur Ruhe kommen lassen. Nochmal ein Aufzug. Ziemlich großer. Was hiermit wohl transportiert wird? Nilpferde, würde ich schätzen. Du siehst aus wie ein Hirsch, den Margot in die Finger gekriegt hat. Oder Moog oder keine Ahnung. Einer von den Brüdern halt. Die haben alle so komische Hörner wie du. Was passiert hier? Warum? Was soll das? Okay, die untersuchen hier wohl auch Knochen und so. Da oben hängt Jesus. Keine Ahnung, ob ich die killen muss oder nicht. Wo gehe ich eigentlich hier gerade hin? Und was mache ich in dieser Burg? Warum muss ich mich durch eine Bibliothek prügeln? Warum haben die keine richtigen Bücher, sondern gigantische Steintafeln? Hier liegen doch Seiten rum und hier sind normale Bücher. Warum müsst ihr das auf Steintafeln schreiben? Auf so viele vor allem.
Und warum habt ihr eine riesige Jesus-Statue bei euch an der Decke hängen? Wo ist er? Hallo? Ach, du hast ein Problem damit, mit meiner Anwesenheit. Okay. Die anderen nicht. Oh oh, oh oh. Das war ein bisschen eng. Das war zu eng für meinen Geschmack, Kumpel. Wow, jetzt bin ich hier oben. Ah, da drüben, okay. Wollte gerade sagen. Doch über die Beine laufen. Über den Bob ist von Jesus. Ach, guck mal. Nice. Nachricht vom Kreuz des Lagerhauses. Hier lasse ich meinen rechten Arm zurück. Alrighty. Von Sir Ansbach hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Michaelas Spur folgen. Es scheint, als hätte das Volk des Bergfrieds das heilige Viertel geflutet, das zum Skardu-Baum führt, um den Zugang zu versperren. Von diesem Lagerhaus aus führt zumindest kein Weg dorthin. Vielleicht gibt es irgendwo in diesem Bergfried einen anderen Weg zum heiligen Viertel. Nun, warum sollte ich dorthin? Warum will ich zum Skardu-Baum? Ich weiß es immer noch nicht. Ich war aber schon dort. Bazi. Okay, bei besserem Wetter hätte ich hier bestimmt eine coolere Sicht. Das sieht bestimmt nice aus bei gutem Wetter. Also so hat es natürlich auch was. Aber nicht ganz so beeindruckend, wie es wahrscheinlich ist bei gutem Wetter. So, nu? Hier sieht es ja schon ein bisschen so aus, als könnte ich hier noch höher. Ah, guck mal einer an. Nee. Ah, hier. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir uns nicht mit Feuer beschießen, Mann? Ratte.
komm, ey. Heilig sich. Was? Heilig sichere eingelegte Leber. Alright. Ach, jetzt bist du echt hier reingekommen. Verdammte Drecksfledermaus. So. Schluss mit lustig. Es reicht. So, jetzt war doch hier irgendwo eine Leiter. Die ist da drüben. Da komme ich jetzt, komme ich von hier nicht hin, oder? Ah, nee, das geht nicht. Das ist zu... zu wenig. Keine Ahnung, oben nochmal schauen. Hier vielleicht? Nee. Dann schaue ich doch nochmal hier ums Eck. Fledermäuse sind fast so ätzend wie diese Adler. Fast. Weil es halt fliegende Gegner sind. Aber geht schon klar. So, und nun? Warum haben denn manche von denen ein Problem mit mir und manche nicht? Beziehungsweise wissen wahrscheinlich die meisten, dass es auswegslos ist. Aussichtslos, nicht auswegslos, aussichtslos, aussichtslos ist. Das ist ein ganz schönes Labyrinth hier. Aber zumindest habe ich noch eine Gnade gefunden. Ey, wir kennen uns, oder? Oh. Hallo. Hi. I'm afraid I'm busy. Okay. A curse upon my lack of foresight. I should have asked Ansbach to impart his knowledge when I had the chance. Okay. I'm afraid I'm busy. Truly. I should have asked Ansbach to impart his knowledge when I had the chance. Welcher war jetzt Ansbach nochmal? Ich habe vergessen, was der, welcher das war. Das ist einfach so wichtig, dass man diese Jungs, die muss ich instant killen. Ansonsten ärgern die mich Stunden, glaube ich, mit ihrem Rumgefuchtel, ey. Hm. Verehrte Geisterasche. Ah, da ist ein Hebel. Na, den wollen wir doch mal ausprobieren. Oh, okay. Cool.
Da hätte ich mal drauf springen sollen jetzt. Wäre ich schon eine Ebene weiter oben. Aber so geht's auch. Muss ich halt hier rum. Und anscheinend hier rum. Hätte man nochmal die coole Aussicht, die leider durch das schlechte Wetter ein bisschen vergraut wird. Es könnte natürlich auch durchaus sein, dass das den schlechteren Einstellungen verschuldet ist, die ich gewählt habe. Das ist natürlich echt sauschade. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht es lieber so mache, dass ich die Aufnahmequalität nochmal runterdrehe und dafür aber die Spielqualität hochdrehen kann, was dazu führt, dass insgesamt das Bild wahrscheinlich besser aussieht. ...232.000 Runen. Warum habe ich an der letzten Gnade nicht versucht, ein Level zu steigen? Kann mir das jemand erklären? Ich kann es mir nicht erklären. Ich war vielleicht ein bisschen dumm. Aber hier gibt es einen Marikas Pfahl, deswegen... Let's go. Einfach nochmal rein. Ach komm. Machen wir sie lieber weg. So einen habe ich schon besiegt, der war easy. Und jetzt tue ich mir so schwer. Blöd. Saublöd. Na bitte. So, und jetzt machen wir die echte Bosstür auf. Jetzt machen wir die echte Bosstür auf. Ist natürlich jetzt mit 246.000 Seelen... ist ein bisschen doof. Ich sollte, glaube ich... leveln gehen. Bevor ich diese Tür öffne. Sollte ich, denke ich, einmal leveln gehen. Mache ich jetzt einfach. Wait. Ach, das kann ich ja auch machen. Okay. So, und jetzt war... Wie war denn das hier jetzt noch?
Ey! Hier war ein Hebel. Ist der schon bedient? Ja, der ist schon bedient. Okay. Das heißt, hier lang. Hier lang. Und da sind wir auch schon wieder. Passt. Jetzt lebt natürlich der Boy da oben wieder, ne? Oder? Der ist nicht ganz weg. Ah ne, das ist kein Respawner. Okay, cool. Passt. Dann schauen wir mal. Wait. What? Skadumon-Fragment, okay, ja. Kann ich mich nochmal stärker machen. Und, ach, hier wäre eine Gnade gewesen. Ja, wow. Okay. Dann setzen wir uns mal an diese Gnade hin. Hallo? Ich komme jetzt einfach mal rein, ohne anzuklopfen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ganz schön dunkel bei euch. Okay. Boss mit Cutscene. Da geht's Licht an. Cool. Räudiger Eindringling. That tarnished, it seemeth. A Schlange, Mother, mit Flügeln. Wouldst thou truly lordship sanction in one so bereft of light? Lichtlosen geben. Yet, my purpose standeth unchanged. Those stripped of the grace of gold shall all meet. Der goldenen Gnade verschließt, ist des Todes. Wieso? Also ich bin ja jetzt nicht so. In the embrace of Mesmer's flame. Also ich wüsste nicht, dass ich mich der Golde. Okay, okay. Mesmer der Pfähler. Was für ein wilder Unfug. Boah. Alter, chill mal einen Moment. Ich weiß immer noch nicht, wo das Problem liegt. Warum gehe ich hier jetzt rein und lege mich mit dem an? Ah ja. Stripped of the grace of gold shall all be death in the embrace. Okay. Okay. Warum auch immer das so einen Lärm machen muss, wenn er mich aufspießt, aber ich meine, ja, gut, er
sticht mit seinem Speer durch eine gigantische Metallrüstung durch. Kann vielleicht sein, dass das ein bisschen Lärm veranstaltet. Okay. Ich hab dich doch nur zur Hälfte down gemacht. Das ist doch nur die Hälfte. Ich hab Licht. Beinahe sogar flammendes Frenzy-Licht. No, Mother. Forgive me. What the fuck? Jetzt wird's wild. What the fuck? Warum? Ich habe nur leider sehr, sehr wenig Leben jetzt gerade an dieser Stelle. LOL. Wilt thou be taken in the jaws? Au. Abyssal serpent, shorn of light. Ew. Na, das war dumm. Aber auch nicht super geschickt. Ja, der geht voll klar. Also zumindest die erste Phase, die geht super klar. Und ob da noch mehr kommt, werde ich rausfinden, aber nicht in dieser Folge. Twitch bleibt noch dran, YouTube, danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr am Start wart und bis zum nächsten Mal. Haut rein, tschüss.